So, da ist Melif. Melif, Melif, sag hallo. Hi. Schön. Hallo. Wir gehen jetzt wo lang? Irgendwo. Also wir Komm. gucken erstmal, dass die Dinos sich da ein bisschen bewegen. Okay. Und wir laufen. Melif weiß, wo es lang geht. Er hat sich umgeguckt, als ich gerade noch was getrunken habe und so. Und bla, genau. Und er hat sich ganz alleine umgeguckt, weil er so mutig ist und so. Nicht so wie ich. Ja. Ja, da liegt ein Item. Ist egal, lauf weiter. Nein, ich hole das Item. Nein, lauf weiter, du Spast! Warum ist verfolgt uns auch niemand? Doch, die Dinos sind sie laufen Nein, auf niemand uns verfolgt zu! uns. Niemand verfolgt uns, Melif. Was ist dein Problem? Alles ist gut. Vertrau mir. Okay. Guck mal, da oben ist was. Ein Kreis. Drachenstein nicht im Inventar. Mit einem Loch drin. Das heißt, wir müssen einen Drachenstein reinstecken. Ja. Das ist ja natürlich eine. Ein Ich glaube, du bist antikes gerade Gold. leiser geworden. Ich bin gerade leiser geworden, das kann gar nicht sein. Dann Also bilde ich mir leiser das halt geworden. ein. Ich habe immer manchmal solche Sachen im Kopf. Ich Du bist bin ganz gerade normal. leiser im Du bist Kopf. wundervoll. Ah, geil. Das ist da unten. Oh, ein Fahrstuhl. Ist das ein Shortcut? Nein, ich glaube, das ist eine Dekoration. Oh, schade. Schade. Schade eh. Scheide. Melif, dein Niveau. Aufpassen. Wir geben uns hier in gefährliche Bereiche. Hoch? Was? Naja, hohes Niveau. Guck mal, hier kann man auch nochmal hoch. Was bringt uns dieser Ort hier? Nichts. Ha! Menschenbild. Wie schön. Oh. Ich weiß echt nicht, wo wir sind, aber es bringt uns wahrscheinlich gar nichts. Es geht noch weiter nach oben. Na dann los Ja. geht's. Warte auf mich! Senpai! Ich glaube, wir sind wieder am Anfang. Ey, was hast du gemacht? Was habe ich Was ist gemacht? passiert? Wie bist du hier Ich bin reingesprungen, ich hab's noch nicht geschafft. Hast du mich nicht gesehen? Hast du wirklich nicht gesehen, dass bist ich dich nicht auf dem drauf Fahrstuhl. gewesen bei mir. Ich schwör's dir. Ich war mit drauf. In letzter Sekunde bin ich noch draufgesprungen, als er schon losgefahren ist. Bei mir hingst du so am Rand fest und bist dann runtergefallen. Echt? Ja. Oh Mann, oh, wie fies. Oh, warte, wir sind in verschiedenen Paralleluniversen einfach. So, diesmal Wahrscheinlich. warte ich auf dich, nicht, dass du noch runterfällst und stirbst. Oh, Senpai. Oh. Alles ist gut, Melf, jetzt beruhig dich bitte. Senpai. Meine Fresse nochmal, Melf! Oh Mann. Du machst mich kaputt. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, du warst total leise. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Warum bin ich gerade so leise Ja, keine geworden? Ahnung, was los mit dir ist! Ich weiß auch nicht, was los mit mir ist! Naja, die Zuschauer wollen dich eh nicht verstehen, deine Stimme ist scheiße. Okay. Er versucht springen und dann Visionen von Geheimnis. Ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren will. Ich glaube nämlich nicht. Willst du mal? Nein? Okay. Ich bin heute schon oft genug runtergefallen. Also ich muss das jetzt nicht nochmal durchziehen, ja? Drakenblut. Großschwert. Willst du Oh. mich jetzt hier einsperren? Nein, du willst mich einsperren. Was ist gerade jetzt im Ernst? Ich stehe hinter dir. Souls, hör auf damit! Ich stehe nämlich hinter dir! Spring über mich! Du schaffst das! Wenn er springen würde. Ja, bei mir auch! Ich kann Was nicht passiert denn springen. hier? Das kann doch nicht sein! Warum? Ich glaube, Dark Souls 2 hasst uns heute einfach. Aber auch. Okay, vielleicht solltest du deine Verbindung trennen oder so. Ja, bis da. My Man of Ra. Yay. Rufsymbol fehlgeschlagen, das Symbol ist verschwunden. Als Phantom in eine andere Welt gerufen, sicher nicht von dir, oder? Nein. Read the bones und festering butt. Und tschüss. Ich spring runter. Okay. Und neu setzen. Ich sehe dich! Nein. Oh, Alter! Fick dich!
Ich hab dich. Ja? Ja. Ruf. Es tut mir jetzt leid, aber. Es tut mir wirklich leid, okay? Nicht ernsthaft. Doch. Ich hoffe. Ich wurde von Baldre gerufen. Er steht hier und er begrüßt mich und ich lauf weg. Und spring in den Tod. Spring runter. Hab dich gerufen. Das ist nicht dein Ernst. Was ist das hier? Schon wieder Baldre. Bis da. Schnell, schnell. Hab dich. Wirklich. Wir gehen nochmal rechts rum, würde ich sagen. Echt? Das sind Geister. Oh nein. Wollen wir erstmal hier runter, da am Ende des Ganges war eine Schatztruhe, die hat man gesehen von da waren auch Toiletten. Aus. Ja. Siehst, die stinken schon da. Nein, das ist glaube ich nicht Alter, hier, das ist ziemlich schade. Wir sind lauter Gegner. Ja, das sind lauter Gegner. Nicht. Die stinken vor allem. Und ich werde von Fallen beschossen. Und die Fallen töten den Gegner fast. Aber nur fast. Oh shit! Hinter mir! Ich kann dir gerade nicht helfen. Ich weiß, ist alles okay. Musst du nicht, okay. Weil ich überlebe, weil ich bin Profi. Ach so, okay. Stark drauf und so, ja, genau. Ich bin auch schon dabei. Ja, will ich hoffen. Okay. Das ist eine Truhe. Bisschen rumbitschen oder was? Ich schlag da mal drauf. Öffnen. Und du bist eine Falle? Bist du wirklich? Oh nein! Weil! Ich hab's überlebt, ich bin Profi, wie gesagt. Getrocknete Wurzel. Wie schön. Hier ist eine sehr offensichtliche Wand, die sich nicht öffnen lässt. Oh, da oben, guck mal da oben, was da oben ist, ha? Ha, alles gefunden. Oh. Wow. Ja, ich habe mich ein bisschen umgeguckt, weil ich dachte so, ey, diese Tür muss doch irgendwie aufgehen. Das ging sie tatsächlich. Krass. Kein Mimik. Ich habe Angst vor Mimiks, weißt du? Ja. Mittlerweile. Ich merk's schon. Ja, ist auch gut so, dass du langsam mal was gelernt hast. Das ey. Ist Und was hast du gefunden? Ja, weiß ich nicht. Oh. Mann, du Spast. Giftiges Moos. Giftig. Oh, ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, wie es aussieht. Wieso sind wir hier richtig? Weil das hier so richtig aussieht. Hier sind Truhen. Ja, und Geister. Warum greifen die Geister an? Ich weiß es nicht. Weil du dämlich bist. Du hast es kaputt gemacht. Der Geist! Der Geist! Ah! Ist kein Geist mehr! Ein Glück greife ich einfach alles an, ohne drüber nachzudenken. Ne, du hast schon drüber nachgedacht. Ich meine, ich habe gesehen, wie du davor standest und dich angegriffen hast. Ja, ich habe dich beobachtet. Ich habe dich analysiert. Analysiert? Hey, ich bin Melle und bin unlustig. Boah, Alter, ist wirklich deine Tage oder wie? Bisschen. Ja, ich merke das schon, wie das rauströpfelt und du... Yeah, ich habe Magenkrämpfe, deswegen muss ich alle Leute scheiße behandeln. Behandle immer alle Leute scheiße, Melle. Das ist der Unterschied. Okay, also mal einen kurzen Appell an Frauen, ihr könnt okay sein. Hä? Ich hasse euch nicht. Na, ich mache hier mal so frauenfeindliche Sprüche, da muss ich ihnen mal auch sagen, dass Frauen auch okay sein können. Frauen haben keine Rechte verdient. Jetzt still, deine Abonnenten gleich null. Wie klar, weil alle meine Abonnenten weiblich sind. Ja. Ja. Ich finde das nicht okay. Anpu ist auch weiblich. Ja. Ja. Der ist ja eine Kuh und kein Bulle. Eigentlich ist er ein Bulle. Nein, er sagt immer, dass er eine Kuh ist. Nein, er sagt eigentlich nicht, dass er eine Kuh ist. Echt nicht? Nein. Ach, alles eine Lüge! Er hat doch nur Angst, sein wahres Ich zu zeigen. Ja. Oh, warum? Nein! Lauf durch! Melef, du schaffst das! Wir kommen nicht wieder zurück jetzt. Ist das Tolle. Ja. Scheiße. Ich glaube übrigens, da war ein Secret, wenn wir uns da reingestellt hätten. Das kann sein, muss aber nicht. Das kann sein, muss aber nicht. Das werden wir jetzt niemals herausfinden, weil wir da nie wieder hingehen. Oh. Ist hier irgendwo ein Schalter zum Abschießen? Wo? Ich bin schon wieder unten, ist das Tolle. Aber du kannst dich auch umgucken. Und wenn du was findest, dann sag es mir, dann werde ich es niemals benutzen. Hier ist ein Geist! Oh, komm! Ich brauch dich. Hier ist ein Schalter. Du bist schon ins Loch rein? Ja. Okay. Ich habe den Schalter, glaube ich, nicht getroffen. Ha. Wo bist du denn? Ach, du bist an der Seite angegangen. Okay, warte. Ich habe einen Schalter betätigt. Ich weiß nicht, was er macht, aber ich habe ihn betätigt. Doch, da ist eine Truhe geöffnet. Mit einer Truhe hinter. Oh Gott. Shit! Scheiße! Mach kein. Nein!
Ah, nehmt mich, Geister, nehmt mich. Da ist eine Leiter. Und dahinter ist eine Truhe. Ich will mir die Truhe eigentlich holen, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Lauf weiter, lauf mal wieder nach oben. Ich gehe Leiter hier hoch, ne? Ja. Okay, bin oben. Sehr gut. Da hinten ist ein Item. Schalter unterhalb. Hä? Da unten ist ein Schalter? Vielleicht auch nicht. Oh, eine Bitch. Ja, mit Magie oder so. Mit Magie. Ja, mit Magie. Das klang aber sehr weiblich. Ah, vergiftet. Fuck. Was? Echt? Ja. Wieso das denn? Weil die Dampf rauslässt hinter dir Geist. Okay. Ah, wenn sie sterben. Interessant. Ja. Ich hab Schalter geschlagen, was auch immer das macht. Aber irgendwas soll das vielleicht machen. Ach, da oben eine Tür öffnen. Schön, schön. Das ist eine Truhe eigentlich. Geister sind scheiße. Scheiße. Ah. Ey, scheiß auf den Geist. Also auf die Truhe und so. Genau. Trink mal ein Estus. Mach bitte. Ich. Für mich. Bitte, danke. Für dich. Ach, hier sind wir wieder, oder was? Wieder? Ja, wieder. Ah, hier ist auch die mysteriöse Tür, die ich meinte, wo ich meinte, hey, guck mal, ist hier vielleicht irgendwo ein Schalter. Ja, hat sich erklärt, ne? Ja. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Hat sich gelohnt. Doch mal hier in dieses Loch rein. Ich bin jetzt hier jedenfalls. Wo auch immer du bist. Ich bin hier hinter dir und da ist ja noch ein anderes Loch, wo hier die Krabbelfiecher unten drin sind. Ja, ich weiß genau, wo du bist. Jetzt bin ich wieder direkt hinter dir bei den beiden Geistern. Vielleicht ist ja in der Truhe da unten dieses, was wir brauchen, was auch immer das war. In dieser Truhe? Ja. Beschütz mich, ich geh dahin. Ich glaube, ich bezweifle, dass es da drin ist, aber... Lock sie auch mal weg. Die reagieren nicht auf Nein! Mich. Oh, shit! Ich stehe hier rum, aber machen nicht. Mann, geh weg! Nein, so nicht du. Und was war Drachenstein, ja, tatsächlich! Ohne Scheiß jetzt! Das war einfach voll geraten. Was? Ja, ich schwör's dir. Alter, ich komm hier nicht weg. Willst, yeah. Denkst du, es ist schlimm, wenn du jetzt stirbst? Also ich meine, ich will ja jetzt nichts sagen, aber ist ja nicht so, als würde ich dich jetzt brauchen. Tut mir leid. Oh Gott! Ich bin nicht tot. Nein, runtergefallen. Ich bin nicht runtergefallen, da ist gar kein Loch. So, wir sind jetzt hier bei diesem komischen Ding und wir machen jetzt den Drachenschein rein. Yay. Plupp. Hast du das Geräusch gehört? Ja. Das war schön. Ja. Was passiert jetzt, ist die Frage. Es blubbert. Oh, da hinten. So, Explosion. Und dann können wir den Fahrstuhl hochfahren und können da über die Brücke. Da ist... Oh. You understand. Ah, jetzt hat alles Sinn. Alles. Einfach alles. Ich schwöre dir, alles. Ja, ich weiß. Wo müssen wir lang? Hier. Ach, da. Hä, wo ist denn der, wo gehst du hin? Zum Fahrstuhl. Da ist der Fahrstuhl? Ja. Oh. Hier drin. Ah, so funktioniert das. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin neu hier. Ich bin nur Tourist. Ah, Senpai! Beruhig dich, Mensch. Beruhig dich. Ich verschwende noch ein paar Lebensstand. Ich meine, die sind eh quasi gratis. Gratis! Ja, aber nur fast. Aber trotzdem, fast ist genug. Fast gratis ist gratis genug. Genau. Hier ist eine schöne Brücke und wir gehen jetzt nochmal rüber. Yay! Das stinkt doch geradezu nach Boss. Nee. Ich sehe keinen Boss. Und ich rieche ihn auch noch nicht, vor allem. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht ein. Ja, ich denke, wir müssen hier runter. Ach, da ist noch. Ich dachte gerade schon, hä? Hä? Voll unnötig! Voll verarsche, Senpai! Wow. Was ist mit deinem Senpai heute, Alter? Das ist echt schlimm mit dir. Ich weiß auch nicht, es steckt in mir drin. Ja. Ha! Nicht raus. Ich sehe da unten Nebel. Es riecht nach Boss. Ich meine, ich rieche keinen Boss. Nein. Aha. Ich habe eine große Nase. Ich habe das schon nur von da oben gerochen. Aha, deswegen. Ja. Ich habe im Kopf gesprungen. Oh nein, ich komme nicht zu dir hoch. Komm zu mir runter. Ja, bin ich. Yay. Weil da oben ist nichts. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Meine ich. Hier ist ein Gegner. Okay. Ein NPC. Ein NPC-Gegner? Naja, halb NPC. Halb NPC, okay. Je. So wie bei, na? Genau, ich weiß schon. Oh, der rollt! Der hat aber Slow Roll. Ja, der ist ziemlich slow, würde ich sagen. Okay, ich drehe mal die Teile und dann können wir da runter. Wie schön. Vielleicht finden wir da sowas oder vielleicht auch nicht. Warum sind die Truhen da geöffnet? Warum bin ich hier hintergegangen? Wie ein Traum. Ah, ja, wie ein Traum würde ich es auch sagen. Die Truhen sind jedenfalls offen, das ist schön. Habe ich schon gelootet in meinem anderen Leben. Sehr gut. Da komme ich nicht durch, oder? Da passt du nicht durch, Dickwanz. Oh, so gemein, ey. Ich sehe da oben übrigens zwei von Ich wollte gerade meinen, da oben steht ein Ritter. Nein, ich meine da oben, auf der anderen Seite.
Das sind zwei diese von diesen Insekten. So. Können wir überhaupt rüber? Ich will da gar nicht rüber. Ist mir scheißegal, ich gehe jetzt hier nicht lang. Scheiß auf die anderen Sachen, die hier noch alle auf uns warten. Es ist ein doofes Abenteuer. Ich springe jetzt auf hier runter. Grandios, Hosa, du bist ein Profi. Ich erkunde diese leeren Gänge. Oh, sie sind so spannend. Und leer. Ja, und leer vor allem. Ein Gegner! Oh nein! Oh Gott, ein NPC-Gegner! Ein toter NPC-Gegner! Nein, nicht ganz. Fast tot, scheiße. Nicht so rumschreien, Mensch. Das ist echt nicht okay. Du verängstigst meine Zuschauer. Stell dir vor, ich würde so rumschreien. Du bist wieder leise. Ich will nicht leise sein. Bist du aber manchmal. Warum bin ich manchmal leise? Ich verstehe das nicht. Illusion voraus. Da Bewertung 300, aber ist nichts. Warte. Ist vielleicht hier irgendwo ein Schalter? Guck mal, da ist eine Fackel aus. Aha. Da sind zwei Fackeln aus. Krass. Okay, vielleicht ist hier einfach gar nichts. Krass. Wir wurden einfach voll verarscht. Irgendwo muss hier doch eine Illusion sein. Verarscht. Ich will die Illusion. Hier ist einfach keine Illusion, oder? Die Illusion war, dass es keine Illusion war. Oh, das ist die Nachricht, war in Wirklichkeit die Illusion. Vielleicht ist hier die Illusion, ja. Da ist keine Deko. Nö. Ich glaube daran, dass hier eine Illusion ist. Also halb NPC. Halb NPC. Oh, zwei sogar. Ich werde einfach schön nicht getroffen, weil ich gerade backstabbe. Ah, Verlassener, ja! Dich brauch dich jetzt noch! Oh fuck. Lauf, ich brauch dich gleich. Oh scheiße, ich kann mich nicht heilen. Warum nicht? Ach scheiße, ich weiß warum. Okay, ja. Ich bin tot. Oder du, je nachdem. Beide halt. Ich bin gleich tot wahrscheinlich. Ja, du bist tot. Ich seh's, komm. Lauf weg, ich muss heilen. Ja, aber ich heil dich. Ja, ich hab mich geheilt. Sehr gut. Alter, ich muss den Verlassen loswerden. Alter, warum hat er so viel Leben? Ja, wie rum, ich weiß. Lauf, ich bin tot. Ja, das war klar. Ich hab ihn noch ein bisschen Schaden gemacht, wenigstens. Okay, ich trinke Essus und kommst du hier irgendwie wieder hin? Nein, ne? Doch. Ja? Ich muss hier halt nur fix erstmal den Stein sammeln. Ja. Ja. Schaffst du das wohl ohne mich, oder? Das ich meine, ich kann dir eh nicht helfen, aber wir haben es ja mittlerweile herausgefunden, dass dein Dark Souls mich nicht will. Nein, dass du zu schlecht bist. Hä? Ey. Voll toasteristisch. Ja. Nein, dass du zu wenig Seelen hast. Ja, ich weiß schon. Du bist Schande. Ach, auf. Mensch. Sowas sagt man doch nicht. Dafür musst du schon ganz bestimmte Positionen haben. Und zwar mein Vater sein oder so. Ich bin dein Senpai, ich darf das. Bist du gar nicht? Ich bin dein Senpai. Hast du doch selbst die ganze Zeit gesagt. Ja, du bist vielleicht mein Senpai, heißt aber nicht, dass ich nicht dein Senpai sein kann. Du bist dämlich. Nee, ich bin Malif. Das weiß ich. Also dämlich. Nee. Ich kämpfe immer noch gegen den Verlassenen übrigens. Schön. Ich benutze übrigens kein Estus mehr, weil mein Estus will das nicht, glaube ich. Ich glaube auch an mich. Ganz tief im Inneren. Ja. So, Backstep, Bitch! Stirb! Du Verlassener. Stirb. Mit seiner Sensei. Richtig gemein hier. Ja. So, relativ fast tot, denke ich mal so. Relativ fast. Ja, ich will dir keine Schätzung mehr abgeben. Du weißt ja, was letztes Mal passiert ist, als ich Schätzung abgegeben habe in einem Part. Hast du ja gesehen, glaube ich. Falls bei welchem? Bei dem, wo wir den unsichtbaren Boss bekämpft haben, also ich und der andere da. Achso, ja, das war ein Viertel. Ah, ja. Ein Viertel. Er ist zur Hälfte tot. Ja, die Hälfte. Komm schon, stirb doch endlich, du dreckiges Stück Scheiße. Eindringlich verbannt, danke. Boah, schlimm. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Jetzt im Ernst, wo ist der Nebel? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Weg! Weg! Und du bist wieder allein. Ja. Kennst du es nicht von denen? Doch. Klar, keine Angst. Okay. Ich glaube, ich suche jetzt hier die ganze Zeit nach einer Illusion, aber weil ich will, dass sie hier ist. Oh Gott, habe ich mich erschrocken von dem Geist. Mensch,
Drakenblutrüstung, aha. Klingt cool. Ziemlich cool. Klingt nach blutiger Rüstung halt. Ja. Hier geht's rüber oder so? Nö. Da ist noch ein Weg. Wo soll ich denn hier hin? Ich verstehe das nicht. Da ist der Nebel, okay. Okay. Soll ich jetzt rüberspringen oder was? Ist es dein Ernst, Dark Souls? Dein Ernst? Anscheinend. Nein! Ich glaube nicht daran. Boah, ey. Ist doch scheiße. Ich will da nicht rüber. Du könntest auch ein wenig auf mich warten. Nee. Nee. Nee? Ich suche das halt schon den Weg und dann können wir das gemeinsam gleich machen und so. Verstehst du das System einfach nicht? Doch ein wenig, aber ich könnte halt auch... Na gut, wie viele Isis-Flakons hast du noch? 4. Gut, dann... dann? Dann passt es doch eher nochmal zurück zum Leuchtfeuer zu gehen und vorher einfach den Weg zu suchen. Nö. Ja. Nö. Wir schaffen den Boss so. Okay, dann sag ich doch, du musst halt auf mich warten, bis du mich dann, ja, aber... summonen kannst. Summonen. Aber ich weiß ja gar nicht, wo ich bin und ich weiß nicht, wo du bist. Wir treffen uns aber vom Nebel, wie wär's damit? Ja. 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 Ja, schaffst du das? Vielleicht. Also ich schaff das, ich bin direkt davor fast, deswegen. Pass auf, wenn ich da bin, bist du tot. Wenn, da ist schon jemand, den ich summonen kann. Ich glaube, ich brauch dich gar nicht. Das war ein Scherz. Alles gut, keine Angst. Merlef, beruhig dich! Okay. Gucken wir mal, wer das ist. Das ist Elie Stahlherz, also ein NPC, okay. Brauche ich gar nicht sowas. Nicht Baldr? Nee, ich habe aber auch darauf gehofft, ganz ehrlich gesagt.